Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Ich bin's Lena und heute mal wieder mit einem weiteren Knetfigur-Tutorial, passend zum Kinostart von My Little Pony, der Film. Rainbow Dash heißt das kleine Pony hier. Und ja, wie genau ich das Ganze aus Knete von Primo bzw. Fimo gemacht habe, das seht ihr jetzt. Zuerst nehme ich mir etwas türkisen Clay für den Kopf. Mit den Fingern drücke und streiche ich vorsichtig die Kopfform zurecht. In diesem Fall mache ich die Stirn besonders hoch und mache den Kopf insgesamt auch etwas schmaler statt rundlicher. Den Körper rolle ich mir ebenfalls mit den Fingern zurecht, wobei ich eine Seite, nämlich den vorderen Teil, etwas kleiner ausfallen lasse. Für die Ohren nehme ich mir nochmal etwas Clay und drücke das Innere vom Ohr vorsichtig mit dem Modellierwerkzeug ein. Natürlich könnt ihr dafür auch alternativ einfach einen Stift nehmen und das Ganze dann so eindrücken. Die Nase ist etwas komplizierter und erfordert etwas mehr Geduld. Schaut euch dazu am besten einige Bilder im Internet von den kleinen Ponys an. Dann werdet ihr in etwa erkennen, welche Form die Nase hat. Achtet vor allem darauf, dass ihr die Nase gut mit dem Kopf verblendet und keine unsauberen Stellen mehr zurücklasst. Die Beine forme ich mir aus etwa 4 gleich großen Claystücken zusammen. Zuerst rolle ich das Bein mit den Fingern in seine gewünschte Form, wobei ich die Hufe insgesamt größer ausfallen lasse. Das heißt, zum einen Ende rolle ich etwas mehr hin. Danach drücke ich nochmal vorsichtig alles zurecht und nur die beiden hinteren Beine knicke ich nochmal etwas ein. Da die Ponys doch schon einen ziemlich langen Hals haben, füge ich nochmal etwas Clay hinzu und verblende es so gut es geht mit den Fingern. Hier dann schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Pose, die ich meinem Pony später dann geben werde. Schließlich bereite ich schon mal die Mähne vor. Dazu rolle ich mir feine Strähnen aus roten, gelben, grünen und blauen Clay zusammen. Bevor ich allerdings weiter daran arbeite, bereite ich erstmal meine Figur vor. Hier setze ich schon mal ein Stück Draht ein, um nachher Kopf und Oberkörper miteinander zu verbinden. Bevor es allerdings ums Verbinden geht, mache ich erstmal den Kopf fertig. Hier fehlen mir unter anderem noch die Augen. Dazu nehme ich mir zuerst weißen Clay, dann pinken, schwarzen und zum Schluss nochmal etwas weißen Clay. Ziemlich gestaffelt, aber so finde ich, gefallen mir die Augen am besten. Nicht zu vergessen natürlich die Ohren. Die setze ich vorsichtig an den Hinterkopf und verblende das Ganze nochmal. Jetzt können wir schließlich den Kopf mit dem Oberkörper verbinden und das Ganze sehr sorgsam miteinander verblenden. Die einzelnen Strähnen für die Mähne setze ich nun einfach drauf, trimme das Ganze auf die bestimmte Länge und nutze das Übrige für den Schweif. Zu guter Letzt fehlen noch die Flügel. Dazu nehme ich mir ganz einfach jeweils 3 gleich lange Claystücke und drücke die Enden vorsichtig näher zueinander und streiche das Ganze etwas rundlicher. Anschließend auch hier wieder alles schön miteinander verblenden. Und schon könnt ihr eure Figur erstmal für 20 Minuten bei 130 Grad in den Ofen stellen. Tada! Und schon habt ihr euer eigenes kleines Pony fertig geknetet. Ich habe meins jetzt noch mit etwas Seidenmattlack eingepinselt und das Ganze für wenige Minuten trocknen lassen. Sieht richtig niedlich aus, mir zumindest gefällt es sehr gut. Was sagt ihr dazu? Hat euch das Tutorial gefallen? Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr sonst noch Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und damit ihr in Zukunft auch kein weiteres Video mehr von uns verpasst, drückt doch einfach auf das kleine Glöckchen. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Nachkneten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!